was bisher geschah. Ich sprach in der Gebärdensprache, versuchte mich nicht zu verletzen, und es war noch Weihnachten. Und jetzt die 15. Woche. Guten Morgen, guten Abend und guten Tag, Leute. Wie ihr seht, heute ist besonders schön. Wir drehen es mit einer richtigen Kamera. Oh, warte mal, wird's hier schön. Oh, schwindelig. Wow. Was ist heute, 9. Oh mein Gott, ist immer noch schwindelig. Heute ist 9. Was, welcher Monat? Ja. Ich will nicht Schlechtes über meinen Crew reden. Aber schaut hier die faule Säcke hier. Also, dadurch, dass auf jeden Fall niemand mit heute arbeiten möchte, muss ich selber machen, mein Sprecher. Also, guten Morgen, guten Abend, guten Tag. Herzlich willkommen zurück. 15. Welche Woche ist es? Heute, ja. Erste Woche. Woche 15. Woche 15. Und was ist dann? Songwriting. Das war ja das, was sie jetzt gemacht haben. Und Songwriting ist... Songwriting ist okay. Also auf jeden Fall, ihr werdet jetzt miterfahren. Also was... Ach, egal, schaut einfach mal rein. Okay, bis gleich. Guten Tag. Songwriting, oder? Kapitel Songwriting. Was machen wir hier? Was ist das? Warum steht hier ein Traktor? Und hier auch... Hier ist noch ein Traktor. Warum? Was ist das alles? Was ist das alles? Und eine Frage, warum wir hier sind. Leute, ich erkläre es gleich. Ihr wisst, wir machen einen Song, was Richtung Country geht. Oder? Was bedeutet das alles? Das heißt, was ist Country? Country für mich ist das immer so halt Texas, oder? Was ist Texas? Das ist ja Cowboys. Was ist Cowboy? Dann braucht man Pferde. Was ist Cowboy oder Pferd? Und wo sind wir? Auf einem Reiterhof. Cool. Was will ich damit sagen? Wir wollen eigentlich genau hier unsere Musikvideo dafür drehen. Es ist klar, es ist kalt. Schaut hier. Das sieht man mal nicht, aber es ist kalt. Hände frieren. Und wir wollen da brauchen wir einen Monat Zeit oder so, bis wir wirklich filmen können. Deswegen, es wird alles, es wird noch kälter und noch mehr. Aber vielleicht machen wir Tür zu, ein paar Heizpilze und so weiter. Also, ich werde erklären euch meine Vision. Wie ihr seht, da haben wir ein bisschen Tiefe. Simon bleibt da. Hier vorne will ich so eine kleine Bühne haben, okay? Hier vorne kleine Bühne, hast du hier einen Traktor, da steht noch ein Traktor. Hier vielleicht so Bierbänke und alle sind glücklich, die alle trinken Bier und alles cool. Vielleicht ein bisschen Abstand zwischen Bierbänke und Bühne lassen, dass dann man könnte diesen Tanz, ich weiß nicht, wie nennt man das, diesen Text, so, Hot Stereo, wisst ihr, was ich meine, oder? Also, ich kann das nicht tanzen und wir müssen wahrscheinlich Choreografie selber ausdenken, dass das nach irgendwas aussieht. Ich wollte klar Songs schreiben, also Song jetzt zeigen, wie ich das produziere und so, ist ja alles cool und alles nice, aber ich wollte, weil wir nebenher machen auch diese ganze Geschichte. Das heißt, wir sind irgendwann mal losgefahren, wir haben gesucht nach solchen Plätzen und wir haben das hier gefunden. Und Menschen haben nichts dagegen, die das besitzen, dass wir hier unsere Musikvideo drehen. Wie cool ist denn das? Ich wollte das mit euch teilen, weil ich freue mich so sehr, dass dieser Song wird auch demnächst auch fertig und hier wird's gedreht. Leute, ich glaube diesmal für diese Woche reicht vollkommen. Das heißt, ihr habt jetzt ein kleines bisschen gesehen, wo wird das nächste passieren. Weil wenn der Song fertig ist, ich zeige euch allen, wie wir ein Musikvideo drehen. Okay? Bleibt gespannt, bleibt dran und ja, bis nächste Woche. Bye-bye! Hallo nochmal, wie bis jetzt wurde auch, also wie gesagt, niemand hat Lust heute, aber ich muss weitermachen. Also Leute, wie ihr gesehen habt,
es entwickelt sich weiter. Wir haben Platz gefunden. Wir haben Platz gefunden zum Filmen. Das ist auch cool. Und was kommt jetzt? Warte mal, was war das? Das war, glaube ich, jetzt Pfeifentalk. Das war Pfeifentalk. Und ich werde euch jetzt zeigen, ich weiß, Gitarren, ich bin ja Gitarrist und ich sehe immer Gitarren, irgendwelche Sachen. Ja, aber ich präsentiere euch noch eine Gitarre von mir, okay? Also, bis gleich. Wie geht das aus? Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu unserem Pfeifentalk. Wir freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Und heute, it's time for the most beautiful guitar I own. Leute, das ist meine Jazz-Gitarre. Wie schön ist diese Gitarre, oder? Einfach wunderbar. Damit spielt man meistens Jazz. Klar, selbstverständlich, ab und zu spielt man auch eine andere Art von Musik, aber meistens Jazz. Damals, wo ich noch studiert habe, also Jazz und so weiter, ich habe immer mit Akustikgitarre gespielt, aber dann zum Schluss habe ich auch noch diese Gitarre gekauft. Das ist, muss ich jetzt dazu sagen, das ist jetzt keine Gitarre für 30.000 Euro. Das ist eine ganz einfache Gitarre, das ist ja Ibanez Artscore. Und für das, was ich da gespielt immer habe, also hat es vollkommen gereicht. Aussehen tut diese Gitarre richtig gut, oder? Also diese Farbe, dieses Sunburst, also wow. Obwohl ich nicht der Fan bin von diesem Übergang von helle zu dunkle Farbe, trotzdem, das sieht so spektakulär aus. Die Gitarre ist ja so halt komplett voll und sie hat ein Stück Holz. Hier hat man schon innen mehr, also ein bisschen Platz und somit auf jeden Fall kann man die Gitarre auch akustisch ganz gut hören. Ich war. Ja, so viel zum Thema. Also, ich habe noch eine Gitarre heute präsentiert. Das ist meine Ibanez Artscore, die ich schon 13, 14 Jahren besitze und nutze immer wieder, wenn ich irgendwelche Solos spielen muss, die wieder ein bisschen weich klingen sollten. Ich habe damals eine Konzertgitarre präsentiert und klar, für so eine poppige Ballade oder sehr akustische Sache, diese klassische Gitarre oder Konzertgitarre passt ganz gut. Die da kannst du schon ganz locker auf eine fette Popproduktion einfach einspielen und vor allem klar, die kleine schöne Akkordenfolgen und so weiter kann man damit auch gut spielen. Plus, was auf jeden Fall vielleicht ihr nicht wisst, dass die Saiten, also für Jazzgitarren, meistens sind komplett geschliffen. Ich weiß nicht, ob ihr Unterschied merken werdet, aber jetzt. Also, es geht, die Saiten sind komplett so geschliffen. Die haben keine Rillen mehr. Okay, jetzt zum Vergleich zeige ich euch eine E-Gitarre, was ich so ganz normal nutze. Und dann seht ihr vielleicht, dass die Saiten sind eher mit diesen Rillen. Okay? Also, warum ist das so? Weil Jazzgitarren klingen immer so ein bisschen dunkler, ein bisschen runder. Und genau deswegen werden die Saiten abgeschliffen. Jetzt kennt ihr noch eine Gitarre von mir.
Danke, dass ihr zugeschaut habt. Abonniert bitte, Glocke drücken, Kommentare schreiben. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis nächste Woche. Ciao, ciao. Wie ihr seht, ich werde meinen Crew nicht überreden, heute zu arbeiten. Die chillen einfach nur. Das ist unglaublich. Ich muss alles selber machen. Muss alles vor der Kamera, hinter der Kamera und generell alles. Okay. Also, Leute, haben wir jetzt, ihr habt jetzt noch eine Gitarre von mir gesehen und ja, dann geht es jetzt direkt ins Sport. Okay, Leute, bis gleich. Guten Tag. Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Rella Athletics. Hallo. Trella und ich, Mark Water. So, neue Woche. Neues Blut. Genau. Stirb langsam, was wird welche? Stirb langsam, die vierte, genau. Also auf jeden Fall, klar, Boxen im Ring macht Spaß. Das, was wir auch noch wahrscheinlich, was ist das jetzt noch, vorletzten. Also whatever, das war dieses Seil und... Ah ja, die Basics, genau, Beinarbeit im Boxen. Das hat so Spaß gemacht. Reißbewegungen. Genau, das hat selbstverständlich Spaß gemacht. Aber das hier, diese Functional Training, Leute, ich empfehle euch, es nicht zu machen. Nee, Spaß. Klar, selbstverständlich auf jeden Fall, Coach Rella nimmt mich wieder auseinander, stirbt langsam. Teil 4. Gut, was hast du für vor? Lass uns beginnen, wir haben 5 Stationen heute. An jeder Station musst du sterben. Bestimmte Anzahl von Wiederholungen machen. Natürlich sterben, ja. An jeder Station langsam wirst du. Ja, und dann schauen wir mal, wie oft wir den Parcours laufen. Okay. Genau. Wie oft? Sehen wir dann, wie fit das du bist. Ich glaube, Leute, wie immer, das erste Mal ging noch. Genau. Zweite Mal, dritte Mal, beim vierten, Krankenhaus. Vierten, Mami, hol mich ab. Mama. Ja. Okay, ja. Station 1. Kettlebell Swing. Leute, habt ihr gesehen, wie das gemacht sein sollte? Und ja, super, Perla. Bist fit wie ein Turnschuh. Ja, genau. Deswegen, ich werde wahrscheinlich, wenn wir so ehrlich sind, da, also erste, zweite, beide dritten. Also ich wünsche mir, dass ich durchschaffe. Aber 20 Wiederholungen jeweils. Ja.
sehr schön. Letzte Station. Leiter. Ganz schnell. Ja, Leiter. Auf jeden Fall, es ist schon super anstrengend. Es ist wirklich, also wir haben selbstverständlich noch mehr gemacht. Natürlich. Es ist ja so, dass wie gesagt, wie wir auch vor zwei, drei, vier Wochen gesprochen haben, man kommt an seine Grenze und versucht es weiter zu pushen. Das versuche ich jetzt gerade zu machen und alles nur, weil ich den ersten Konzert möchte veranstalten. Ich möchte hier fit sein. Klar, ich muss dazu zugeben, nicht jede Woche war ich so Sport, so fleißig wie ich sein sollte. Hier macht es mehr Sinn, weil Coach Reller da ist. Alleine, wenn du zu Hause bist. Macht es auch Sinn. Macht Sinn, aber es ist schwer, weil niemand motiviert dich. Weißt ja. Du? So, komm! Routine aufbauen, das heißt täglich, morgens am Aufstehen. Drei Übungen, paar Bauchaufzüge, Kniebeugen, Liegestütz, ja. Jeden Tag ein bisschen steigern, wenn man das als Routine mit einbaut, dann ist da nach vier Wochen schon ein großer Unterschied. Ja, definitiv. Leute! Disziplin. Ja. Ja, das ist was mit Künstler und Disziplin ist ein sehr schwieriges Thema. Deswegen, also unser Job ist ein bisschen kreativer, deswegen ist es halt so. Ist einfach so, du kannst nicht sagen, okay, ich schreibe jetzt 20 Minuten Song und dann mache ich halt, keine Ahnung, Sport. Manchmal 20 Minuten wird zu zwei Stunden, weil es nichts raus richtig kommt. Aber whatever. Leute, danke, dass ihr hier zugeschaltet habt. Danke fürs Zuschauen. Kommentare und sonstiges könnt ihr drunter schreiben. Ich danke an Coach Reller und Reller Athletics. Ich danke sehr. Das ist der Mann, der mich herausfordert zurzeit in dieser Sache. Und deswegen bedanke ich mich. Weil alleine schaffe ich das einfach nicht. Und solltest du auch Hilfe brauchen beim In Shape kommen? Nicht in meinen Shape. Dann melde ich einfach. Ja. Unter der Webadresse www.coach-rella.de oder besucht den Instagram-Account von mir, coach-rella. Und oder geh auf rella-athletics.de, auch meine Webseite von uns, genau. Und komm her und lass dich zerfetzen. Genau. Werde wieder sportlich, Junge. Gut, Leute. Bis nächste Woche. Bleibt gesund. Mach's gut, bis bald. Ciao, ciao. Ciao. Leute, wie ihr seht, ich und diese Blume auf jeden Fall noch geblieben. Hey, ich mache jetzt ein Video. Also, wie ihr seht, nur ich und diese Blume noch geblieben sind. Also Sport, klar, wie immer, auseinandernehmen, zerfetzen, kaputt. Ist unglaublich. Also, was jetzt? Jetzt ist Preview von nächste Woche. Bis gleich. Kommende Woche, wir essen gemeinsam eine Pizza. Und die Kamera lernt in der Werkstatt das Fliegen. Leute, einfach unglaublich. Ich würde jetzt komplett allein gelassen, auf mich gestellt. Meine Crew macht auf jeden Fall heute nicht wirklich mit. Also, ja, schade, aber muss ich irgendwie trotzdem diese Spreche drehen. Also Leute, jetzt habt ihr gesehen, es wird spannende Sachen kommen und alles. Und nächste Woche wird auch cool. Deswegen kommt vorbei. Nehmt auch jemanden mit, einen Freund oder Freundin. Und und ihr kennt mich, ich werde euch nicht einfach so ohne Musik gehen lassen. Deswegen, ja, bleibt gesund und munter, glücklich, geliebt, verliebt und alles andere. Bleibt einfach. Und ja, bis nächste Woche. Ciao, ciao.
hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful is still on you. You, you, I'll leave it all. My acres of a land I have achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, 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 I'll leave it all. But for you, 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 I'll leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, you, I'll leave it all. Oh, to you. Friends and family don't understand. They fear they lose so much if you take my hand. But for you, 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 I'd lose it all. But for you, treasure chest, golden grand piano, my beautiful could still owe you, you, I'll leave it all, on you. I'm